Tja, wer weiß. Der ich wird dir weiß, was wie lange anderes die Medium erzählen. halten. Weiß, wie lange die Supersoft halten. Und eigentlich hätte er MG reingemusst. Du bist eh schon bei 70% auf einem Reifen. Nope. Dann 80. Hast du. Leider nein. 68. Nö, nicht mal annähernd. 58 ist der höchste. Das ist stark. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern? Theoretisch kann ich also eine Runde länger prügeln als MG. Weil der hat schon MG 65. Prügelt auch schon. Wer weiß? Doch, hat er schon. Er zittert schon. Man merkt schon. Unheimlich. Er verliert hier Gummi, ey. Hör mal auf damit. Aktuelle behalten. Oh, er kriegt schon eine Alternativstrategie hier. So. Oh! Ich glaube, das so passt. DRS aktiv, was ist denn da los? Ist ja schon die ganze Zeit. Ach so, bist du endlich mal im Fenster. Jetzt ziehst du noch schnell vorbei, bevor du in die Box fährst, oder wie? Wer weiß. MG fährt jetzt. So. Nochmal einen Schluck trinken. Jetzt sehen wir nicht, welche Reifen er nimmt. Doch, du kannst das sehen. Nee, nicht mehr, oder? Doch, Medium, der ist in der Medium, ja. Er fährt durch, ja. Er probiert zumindest. Ich könnte jetzt sagen, ob es reicht oder nicht. Na, ich glaube, es reicht, weil du bist damit auch schon relativ lange unterwegs. Ja, es reicht, ja. Ich könnte es sagen und dann sagt es doch. Na, ihr habt ja okay. Selber schon rausgefunden. War aber auch fast klar. Wenn man die Supersoft so lange ziehen kann, dann muss man mit dem Medium fast durchfahren können. Gut, die Strecke wird wärmer, das muss man ja auch sagen. Das ist, bedeutet natürlich für die Reifen natürlich auch einiges. Wir werden sehen, wir werden sehen. Vielleicht gewinnt ja auch heute mal Rufus. Guter Witz. Kann jetzt die Medium zumindest länger prügeln, ne? Das ist halt die Sache. Und dann vielleicht mit Supersoft sogar den Rest machen, ne? Ja. Natürlich, das Auto wird leichter. Und er hat doch richtig Abstand jetzt wieder gewonnen, diese Runde. Ich muss jetzt in die Box. Ja, sobald halt eine Grenze erreicht ist bei den Supersoft, bauen die so schnell ab. Na, 76% hat der eine jetzt. Ja, da muss rein. Mann, ich wäre eh jetzt reingefahren. Oder? 76? Ah, ich bin mit 74 rein. Oh, Rufus fährt auch rein. Gut gesagt, dann. Ja, ich wechsle jetzt nochmal auf Medium, genau. Er nimmt nochmal Medium. Er kramt die Ultrasoft raus. Ultrasoft, ja. Ultrasoft, die es jetzt noch nicht gibt. Was ist denn das nächste Rennen? Rennen 4? Ja, ist das nicht schon vorbei. Monaco? Nein, Rennen 5 ist Monaco. MG zieht vorbei. Schade. Na komm, du musst dranbleiben einfach. Ah, der ist schon weg. Weg, wie weit? Ich bin schon die halbe Schnecke durch. Ja, aber stimmt. Sein Reifen baut schneller ab. Ja, das stimmt. Du hast eine Runde bessere Reifen. Genau. Aber bringt's das, ist am Ende die Frage. Na, wenn dein Reifen platzt am Ende, bringt's. Der platzt nicht. Na, sei dir mal nicht so sicher, denn. ...6,1 auf MG, ja. 19 auf MG. Frage ist, wo ordnest du dich dann gleich nach dem Boxenstopp ein? Rang nach Boxenstopp 2. Okay. Zur Zeit. Das ist die Frage, wie jetzt deine Reifen mitmachen, ob die schnell abbauen gleich. Ja. Und was bis da noch alles passiert? Vielleicht brauchst du ja, was weiß ich, neue Reifen. Man weiß es alles nicht. Puh.
Alter, wie ich gerade schwitz. Drückst gerade die Hitze total ins Zimmer. Und nimmst du mit Facecam auf? Nee. Nicht? Okay. Nee, das tue ich mir nicht an. Dann sieht jeder, wie ich blöd guck während dem Fahren. Ja, dieser konzentrierte Blick, ne? Ja. Der ist bei mir immer besonders blöd. Vor allem das Schlimme ist, ich gehe ja mit dem Kopf mit in den Kurven. Na, bei mir ist, wenn ich konzentriert gucke, dann nehme ich die Zunge zwischen die Lippen. Ja. Das sieht halt wie so ein Hund dann aus. Es sollte regnen. Ja, ja. Habt ihr die Meldung auch bekommen? In deinem Kopf vielleicht. MG sollte in die Box, habt ihr die Meldung auch bekommen? Ja. Boxen, Durchfahrtsstrafe oder wie? Ja. Ja, geil. Oh, nur noch 5 auf MG, was ist denn da los? Ein bisschen unkonzentriert gefahren. Ei. Das gefällt mir doch gleich mal ein bisschen. Raikön ist gerade Vierter. Mehr Punkte für die Konstruktions- Die interessiert doch keinen. Das interessiert doch keinen. Jetzt auf einmal! Ja, jetzt auf einmal interessiert es dich, oder? Nö. Eigentlich nicht. Ich zieh mein Ding durch, Raikön ist mir das scheißegal. Alter, war die Runde scheiße. Ja, meine war ganz solide. Nur 4 Zehntel hinter der Bestzeit von mir und die war ja noch mit Supersoft. Scheiße, ich hab hier Überrundungen. Das hört man gern, da kommt man ran. Und heute hole ich nachher wieder ein Safety Car, kein Thema. Aus dem letzten Rennen weiß ich ja, wie das funktioniert. Ja, ob es halt dieses Mal funktioniert, ist die Frage. Bestimmt. 3,6, bauen deine Reifen so ab oder fährst du so kacke? Ich glaube, ich fahre so kacke. Nice. Also ich hätte lieber gehört, die Reifen bauen ab, weil du kannst wieder besser fahren, aber die Reifen kannst du nicht besser machen. Wir haben fahren einfach Gummi draufschweißen, oder? Genau. So Haushaltsgummis gegenschießen. Oder so. Es ist gelbe Flagge im ersten Sektor, erste Kurve. Oh nein! Scheiße. Das könnte für mich gut enden. MG hat eine Runde schlechtere Reifen. Und Rufus muss nochmal in die Box. Er fährt jetzt schon in die Box. Jetzt schon? Nochmal Medium oder was? Darauf kannst du nicht durchfahren. Was? MG fährt auch in die Box? Er holt sich Soft. Er kommt vor mir raus. Meinst du, du kannst Soft durchprügeln? Ja. Okay, 10 Runden lang. Ja. Bin gespannt. Bin ich auch. Also wenn du es schaffst, dann kommst du auch vor MG. Definitiv. Ja. Definitiv. Gut, Safety Car spart Reifen, muss man ja auch sagen. Mann, jetzt da bin ich wieder der Depp, der hinterm Safety Car direkt hinterherfahren darf. Bist du noch im Delta? Ja. Ja, ja. Ich bin 3 Sekunden im Delta sogar. 5. Bleib hinter Rufus Maximus, wird mir jetzt angezeigt. Bleib hinter MG muss mit. Ich hab kein Delta mehr. Ich auch nicht. Ich auch nicht mehr. Wir sollten einfach nur... Ah, weil das Safety Car da direkt ist, ja. Klar hat man dann kein Delta mehr. Ich hab's nur noch nicht gesehen gehabt. Ohne Scheiß, das Safety Car ist nur am Qualmen. Bei mir nicht. Bei mir schon. Ich seh's jetzt auch nicht, aber keine Ahnung, kann sein.
Eine Runde noch, Mann. Wahrscheinlich, ja. Diesmal musstest du nicht mal was machen. Fresh. Ja, ich hab nichts gemacht. Ich bin nicht schuld diesmal. Das war wer anders. Ich weiß nicht mal, was das war. Ist jemand... Einer ist raus. Boah, jetzt qualmt's übelst. Als ja. Hätte das einen Motorschaden. Meint es wahrscheinlich, ja. Bernd Mailänder muss dann nochmal gucken, was er macht. Braucht ein neues Auto. So hieß der Typ doch, oder? Ja, Bernd, ja. Doch Bernd! Oh Mann, noch eine Runde, ey! Und der zweite, der vierte Platz, der fährt jetzt erst auf die lange Gerade. Eikön hat auch M-Reifen. Ich war bisher nie gut bei einem Restart. Rufus ja, hat die Soft-Reifen. Du warst Soft als einziger von unserer Gruppe. Du musst eigentlich vorbeiziehen, also alles andere wäre lächerlich. Oh, Alter, hört das auch mal das Qualmen auf! Das ist immer in der Kurve. Die Reifen wahrscheinlich. Nicht für die Strecke ausgelegt, so ein Mercedes. Ah. Dann weißt du ja, was du machen musst, Fresh. An die Seite fahren, abstellen. Naja, ich fahr schon. Uiuiui. Wir hatten jetzt in jedem Rennen Safety Car. Nee, im ersten noch nicht, oder? Doch. Ach ja, stimmt. Scheiße. Wir sollten mal aufhören, oder? Im zweiten haben wir es ja provoziert, mehr oder weniger. Da hast es du provoziert. Ja, du hast Fuss es provoziert. War da gut dabei. Der hat mir den Fünfer überwiesen und meinte, ja. Achso. Macht das genau. Hat ihm nur am wenigsten genutzt, ne? Ah, das hat dann Pech, ne? Oh, wann geht's denn immer weiter, Mann? Wenn wir jetzt damit ins Ziel fahren, das wäre so. Nee, so weit. Neun Runden, Hanno. Ich bitte dich. Eigentlich müsste es diese oder nächste Runde reinkommen. Diese wahrscheinlich sogar. Eine relativ lange. Nee, Strecke, weil hinter uns kommt halt niemand dran. Und solange niemand rankommt, wird das Ding ohne in die Box fahren, denke ich mal. Ah, was jetzt kommen sie. Nee, die kommen nicht ran. Das ist das Problem. Die müssen ja auch irgendwie im Delta bleiben, weißt du? Ja. Ja, stimmt, aber... Boah, Alter, es qualmt. Ja. Es kommt so nicht diese Runde rein. Nein. Und dann kommen die wirklich ran. Ja, die kommen ran, auf alle Fälle. Ja, erklär's mir nochmal, weil ich hinterm Safety Car bleiben soll. Eieiei. Dauert ja so lange. Aber es blinkt halt immer noch. Es ist so scheiße. Weil wenn's reinkommt, dann blinkt das nicht mehr. Du meinst, dass das so gelöst ist schon? Ja. Das wird dann während der Fahrt ausgemacht und so weiter. Das ist auch nicht so. Ja, aber die Meldung kriegt man ja eh immer erst kurz, bevor wirklich... Soweit ist, dass das reinkommt. Also das dauert schon noch ein bisschen, aber die jetzt sind dran. Ja, jetzt sind sie da. Die müssten ja jetzt eigentlich gleich reinkommen. Gleich müssen. Was hat denn der für Reifen? Wer? Safety Car. Nee, hinter mir hat er. Rufus war neben der Strecke. Nein. Nein. Hat keiner gesehen. Ich glaube, es war sogar kurz die Meldung weg, bleib hinter Rufus Maximus. Wenn du neben der Strecke bist, darfst du dich, glaube ich, überholen. Ja, dann neben der Strecke darf aus. Man überholen. Na, probieren wir es mal aus, oder? Rufus? Nein, ich gehe nicht nochmal raus. Na, weil ich will das Rennen hier noch gewinnen, mit meinen Soften. Der Softie, Mann, hat ey. Schon wieder auf Fett gestellt, bestimmt. Noch eine Runde, oder was? Natürlich. Erhöhtes Regen. Jetzt kommt's rein. Erhöhtes Guck, und die Lampen sind aus beim Safety Car. Erhöhtes Regenrisiko. Jetzt macht er hier langsam, der MG. Der tuckert hier um die Kurve. Noch. Alter! Ich kann nicht mehr Gas geben, ohne Witz. Ach so. Wie ruckartig du einfach lenkst. Lass mich doch. Boah, und hinten, ey. Wie viel Sprit überschüttet? Ja,
Erstmal alle Einstellungen nochmal gescheckt. Das Safety Car ist immer noch nicht in der Box. Ja, ich weiß. Jetzt gleich einmal. Ah, jo. Alles richtig. Rein. Oh Mann, ey, komm! Jetzt macht er Gas. Jetzt können wir ihn kassieren, komm. Ja, ja, mach ich. Das macht ihr nicht. Jetzt noch DRS, hätte ich dich schon kassiert. Ja, DRS ist es aber nicht. Uf, ich bin links. Ich? Na, nee. Ah, er war im Außending. Huiuiui. Der will hier. Natürlich will ich. Der Rufus ist mal angeschubst. Hab ich nicht bemerkt. Na, ich will dir ein bisschen, weißt du, damit der MG noch holt. Achso. Mach ich sowieso. Brauchst mir nicht helfen. Der fährt. In deinen Träumen, Rufus. Gleich ist DRS auf der langen Geraden. Der Williams ist das schnellste Fahrzeug auf der langen Geraden. Da kommt er schon ein bisschen raus. Ja, obwohl wir gleiche Boliden haben, Junge. Da ist es scheißegal, ob der Williams der schnellste ist. Gut, aber mit DRS bin ich sowieso schneller. Deswegen warte ich auch. Na, no, noch ist DRS nicht aktiviert. Das ist doch, DRS ist aktiviert, hat er gerade. Nein. Nee, ich glaube nicht. Ich hab's nicht gehört. Willst du ja jetzt sehen? Ich bin rechts. Ich bin neben dir. Nee, hab kein DS. Du alter Motherfucker. Was denn? Ich krieg hat's dich. Hat's fresh probiert? Nee, nee. Nee, ich war nicht nah genug dran. Bin links. Links will es probieren. Alter, was ein Kampf! Ich bin direkt hinter euch, ne? Also. Nix gibt's. Schießt euch mal gegenseitig ab, bitte. Das wäre nett. Nee, nee. Nee, nee, du. Gibt es nicht. Wir sind schon weg von der KI. Naja. Oh, MG? Ich bin rechts. Ja. Er fährt schön über Dings, ja. Mach mein Visier nur dreckig, Rufus. Oh, da berührt sich fast. Ja! Was soll ich machen, du? Alter Vater! Links, Rufus. Das kann nicht sein. Fresh überholt dich, easy. Das gibt es nicht. Ich bin rechts. Gib doch jetzt endlich DRS frei! Ja, aber dann catch dich fresh eh gleich wieder. Ich bin innen. Alter! Machst du mir die Tür zu? Ja, ich will die Kurve auch kriegen. Na, du musst so ein bisschen außen fahren. Nein, muss gar nichts. Du hast wahrscheinlich die Verwarnung. Alter, jetzt muss ich wieder an MG rankommen! Jetzt ist DRS, Alter! Ist jetzt aktiviert. Ich bin rechts. Never ever! Ich bin rechts, ich bin rechts! Oh! Scheiße! Du bist links. Nein, wir berühren uns nicht, wir spielen fair. Bis Fresh zuzieht. Auf jeden Fall. Alter, das gibt es nicht! Jetzt ist er hinter mir. Das ist eine Rechtskurve. Oh mein Gott. Ich bin rechts. Alter Vater, was ist hier? Ey, wir wohnen uns hier. Das gibt es nicht, Alter. Das muss man sehen. Wie er hier eskaliert. Ne, er sticht innen in die Kurve ein. Ich komm außen, mach Switchback. Weil er zu weit rauskommt, bin ich dann innen und dann zieh ich einfach wieder vorbei. Das ist doch geil. Jetzt muss ich an den MG rankommen. Nix gibt's. Und meine Reifen!
Ja, so gehen sie kaputt. Bauen die etwa schon ab, oder was? Ja, wegen dem ganzen Kämpfen hier. Richtig so. MG muss gleich auch rein, hab ich gehört. Nee, nee. Ich will Erster werden hier, aber jetzt ist Fresh ein bisschen weiter hinten. Na, ich hab keinen DRS. Ich hab DRS, Mann. Das ist ein bisschen weit weg. Wow, ich bin rechts. Alter! Was denn? Ja, komm, komm noch weiter raus! Assi! Was? Was hab ich denn jetzt gemacht? Du bist voll weit rausgezogen! Ich musste um die Kurve! Ja! Er beschwert sich, wenn man ihm keinen Platz lässt, aber selber macht das nicht anders. Was für ein Unsinn. Jetzt bauen eure Reifen schön ab und dann hab ich euch. Na, er fährt schon durch die Wiese, also seine Reifen sind gleich durch. Was für ein Schwachsinn. Ja, schön verbremsen, mach weiter so. Sei ruhig, ich muss meine Nerven im Griff haben. Ah, ich glaube, das kriegst du nicht hin. Oh, die Reifen am Wagen vor dir sind sehr kaputt, hat er gerade gesagt. Ja. Ah, noch stärker über den Körb. Ja, hab ich auch gedacht. Okay, ich komm nicht ran. Vor allem, du müsstest nicht nur rankommen, sondern sogar vorbei, also wegziehen. Ja, das ist kein Thema. DRS und dann schau. Ja, du musst auch wegziehen. Du hast immer noch eine Sekundenstrafe. Ja, und? Nein. Hast du DRS? Ja. Gerade noch so im Sekundenfenster. Und er verbremst sich. Und ich bin innen. What the fuck? Danke! Ich musste auf die Strecke zurück. Ja, einfach draufziehen, ne? Assi. Ja, wer hast du gefahren? Du bist einfach drauf auf die Strecke! Ja, es tut mir leid. Penner! Er zieht einfach auf die Strecke. Ja, passiert. Und sonst motzt er immer, weißt du? Ja. Was? Wir sollten immer. Reifen. Ah, sind sie schön kaputt? Ja. Das hört man gern. Ah, noch ein paar Verbremse und dann platzt er dir. Naja, ja, und danach platzt er direkt am G. Das wäre nice. Nee, nee. Ich glaube, ihr solltet sicherheitshalber lieber an die Box. Also. Ja, geh halt du sicherheitshalber an die Box. Nee, ich war ja nach euch. Das passt. Oh, ja. Wie er hier in die Wiese kommt. Seid aber ruhig, Junge. Das kostet Reifen. Und dann noch mit den Soften, weißt du? Ja. Naja, und dann wird das Benzin noch eng bei ihm, hab ich gehört. Minus schon, Rufus. Ich würde mal auf Mager stellen, lieber. Ja, sicherlich. Bin ich drin im Fenster? Nee. Nicht? Obwohl ich jetzt bin ich drin, aber halt vorher nicht. Ah, jetzt zieht Rufus ein bisschen ab. Ich bin innen. Und außen. Wie du geschrien hast, ich bin innen, bin ich voll auf der Bremse stehen geblieben, weil ich wusste, du schießt jetzt durch. Jetzt hab ich dir alles. Rechts? Oh, Fresh. Überholt MG. Ja, aber er ist jetzt innen. Ja. Genauso gingen wir es auch gerade eben. Ja, er schiebt mich raus. Ich hab dich nicht mal berührt! Was? Geht er mich schon noch? Was? Ja. Ich hab dich nicht mal ansatzweise doch, berührt! Ja. Jetzt bin ich Sechster oder so. What the fuck? Ich hab dich nicht mal berührt, Junge! Ja, ja, nicht mal berührt. Wenn du mir reinfährst! Jetzt gibt's Beef! Jetzt gibt's Beef! Ich muss meine Reifen jetzt achten. Ach du Scheiße! Oh, nett.
Wie kann das denn so schnell passieren? Der Kampf gegen uns? Das kann sein, aber das ging jetzt so fix. Gerade eben waren sie noch ganz okay, ja, und jetzt auf einmal kassiere ich hier die Schellen von meinen Reifen. Muss etwa in die Box? Vielleicht. Ich muss halt jetzt viel eher bremsen. Damit ich um die Kurven komme, um für Bremser. Ansonsten verabschieden sich meine Reifen. Ah, ich kann es jetzt auch ein bisschen ruhiger angehen. Ach, du willst gar nicht mehr Erster werden. Abgeschoben hast von der Strecke. Ich hab dich nicht abgeschoben! Ja, ja. Das glaube ich's aber. Und den Dreher, da bin ich definitiv nicht schuld. Ja, ja. Einfach zurückballern. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,1 Sekunden. Fresh und ich haben uns fair in der Schnecke bekämpft. Ja. Ich habe ihn nicht berührt. Ich habe zumindest keinen Schlag abgekriegt. Ja, irgendwann, aber es muss trotzdem einen Grund geben, warum Fresh sich dreht. Denn jetzt verliert er seine WM-Führung an Raikön. Der Grund heißt MG. Du kannst halt nichts beweisen, Junge. Doch, er hat aufgenommen. Ja. Eigentlich nicht. Wer weiß, ne? Sicherheitskopie und so. Naja. Wie, dass du an sowas denkst. Am besten wir glauben, dass wir eine gute Alternative... Was ist denn los hier? Ja. Als ob ich die jetzt nicht durchstehe. Selbst wenn die Reifen kaputt sind. Ich versuche jetzt ruhig ins Ziel zu kommen. Wie viel haben deine Reifenprozent? Meiner? Ja. 53. Ah, kriegst du... Ja, jetzt ab. Ciao, Kakao, Junge. Die haben keine 53. Nie im wahrscheinlich Leben. 83 oder so. Safe 83. 53 kannst du deiner Oma erzählen. Und dann würde ich so vor allem nicht so jammern mit 53. Mhm. Eine Runde noch, Reifen, bitte. Ich denk's mir auch. Und ich was denkst du dir? Aber ich komme eh erst als Fünfter ins Ziel, wenn es so weitergeht. So, ich sag euch die Reifendaten. 82, 72, 52, 52. 82 hört sich gut an für mich. Vielleicht Platz ich hab 81. Jetzt 82. Die anderen sind aber noch in Ordnung. Einer 75, aber sonst unter 50. Na, da habe ich ja bessere Reifen. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Da kannst du ja auch offenlegen, in Gottes Namen. Wechseln okay. Wirst du ja nicht mehr. 58, 55, 42, 42. Also, dann holst du so rum, dass deine Reifen nicht durch. Ja. Ja, wer weiß. Wie kann man da nur so heulen? Hey, ganz ruhig, ich bin Erster. Weil du die besseren Reifen noch hast. Ja. Du hast den halt den Poker gewonnen. Zum Glück. Aber nur dank des Safety Cars. Ja, letzte Woche habe ich den Poker verloren. Ja. Ohne Safety Car hätten die Reifen definitiv nicht überlebt. Da hast du recht. Eieiei. Aber unsere hätten da auch nicht überlebt. Nee. 87 habe ich mittlerweile schon vorne links. Ricardo ist jetzt 85. Vor Raikön. Wenn der mal nicht in der letzten Kurve bei dir platzt. Karierte Flagge. Sieg. Jawohl. 10 Sekunden Vorsprung. Ja, weil ich auch extrem auf mager gestellt habe und alles. Noch überholt, ich habe ohne Scheiß 88% Reifen vorne links. 87. Und 81 auf dem anderen. Oh, dir ist er schon vorne rechts geplatzt. Hä, wo? Nee, Raikön ist er geplatzt. Ja, Raikön ist er geplatzt. Raikön! Fresh Fries! Ach, die Zeitstrafe. Ne? Zeitstrafe von wie viel? 2 Sekunden eigentlich. 3? Oh, der war dann. Ja, gut, du hast. Okay, Fenster, 3 Zehntel. Ja. 3 Zehntel. 4 Zehntel. Okay. Lächerlich. Fresh verliert Boden auf Raikönen. Ich komme ran am Fresh auf einen Punkt.
Und Rufus auf nochmal ein. Ja. Unglaublich. Oh. Also wir sind echt schön dicht beisammen. Ja. Ja, wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben und wir sagen ciao und tschüss, bis zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.